Willkommen zu einer neuen Folge Philosophie Workout. Heute zum Thema flache Erde gegen runde Erde. Wir haben einen Physiker dabei und Tony Mahoney, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Ich gebe den beiden jetzt gleich. Ich werde heute der Schiedsrichter sein. Für alle, die sich dafür interessieren, ich bin eher Runderdler, aber werde so gut wie möglich, oder ich bin vollkommen überzeugter Runderdler, aber ich werde so gut wie möglich unparteiisch versuchen, dass beide genügend Zeit haben, und gleichmäßig viel Zeit haben, ihre Meinung auszudrücken. Ein spannendes Match wahrscheinlich. Seid dabei. Ich gebe jetzt das erste Wort an, weil er das erste Mal einen Stream überhaupt macht, an Wetzold. Ja, hallo. Ich will mich erstmal ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Wetzold Plaum. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Meine Wiki-Welt heißt der. Da geht es vor allem um ja, politische, gesellschaftliche Themen. Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich vor mittlerweile schon ja, fast 5 Jahren ein Buch geschrieben habe hier. Die Wiki-Revolution, Absturz und Neustart der westlichen Demokratie. Da geht es um Digitalisierung und Politik, kann man sagen. Aber das ist ja heute nicht Thema. Was ist mein persönlicher Hintergrund? Ich habe Physik studiert an der Uni Regensburg. Dann habe ich promoviert im Fach Mathematik. Also habe sozusagen zur Promotion das Fach gewechselt und bin jetzt seit einigen Jahren tätig hier im Großraum Braunschweig-Wolfsburg für einen großen Engineering-Dienstleister. Wir machen viel für die Automobilindustrie, aber ich habe auch mit anderen Sachen zu tun, zum Beispiel Energiethemen, und bin vor allem auch mit Programmierung und Toolentwicklung beschäftigt. Das ist so mein Hintergrund. Genau, dann kann ich vielleicht Tony Mahoney mal vorstellen. Ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung und keine Sorge, wir werden uns ja nicht verbal eins um die Ohren klatschen. Wir wollen einfach mal über die Weltbilddiskussion einfach ein bisschen ausführen. Ich freue mich sehr über die Einladung, Johannes, dass ihr beide studierten Hintergrund habt, ist wunderbar. Ich habe habe einen ganz normalen 10. Klasse Abschluss und den auch nicht sehr gut, sondern eher so mittelmäßig, weil ich damals schon gemerkt habe, dass Schule, da stimmt irgendwas nicht, ne? Und habe 2 Berufe gelernt. Ich bin Fachinformatiker und Verwaltungsfachangestellter. 2 wunderbare Gegensätze. Ich habe mich vor einem halben Jahr, ja ungefähr, angefangen mit der flachen Erde zu beschäftigen, weil kontroverse Themen mich interessieren. Und das hat dann nicht sehr lange gedauert und mir ist halt schlicht und einfach klar geworden, dass das mit der Kugel nicht funktionieren kann. Das sicherlich alles mit einem nicht so wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich verlasse mich da sehr auf mein Gespür, auf Sachen, die sich für mich erschließen. Und verlasse mich halt schlicht und einfach nicht auf Sachen, die, Formeln komplex sind, etc., die sich halt schlicht und einfach für mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr erschließen. Und es ist schlicht und einfach so, dass die Tendenz ist, dass es für mich, ja, dass die sogenannten Beweise oder Hinweise oder für die Kugelerde immer weniger also immer mehr an Substanz verlieren und die Offenkundigkeit der flachen Erde halt immer mehr zunimmt. Und ich freue mich auf eine entspannte Diskussion. Gut. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal, also mehrere, tonymahoney.de, auch einen Weblog, der über Tumblr läuft. Zwanglos liegt mir sehr am Herzen. Das war mein erster Free Talk, der jetzt auch, obwohl es mit der letzten Sendung sich jetzt ein bisschen hinzieht, zum Thema Transgender das nächste Thema ist, wo ich sehr, sehr interessante Gäste habe, die auch völlig unbekannt sind. Also ich kümmere mich also nicht nur um die flache Erde, sondern halt auch um andere Themen. Ich bin libertär noch immer eingestellt, weil die Grundthesen und die Grundlagen dessen sich immer noch nicht widerlegen lassen für mich, diese moralischen Prinzipien. Und ja, danke, ich freue mich. Ja, die Links finden die Zuschauer zu euren Kanälen jeweils immer auch direkt hier drunter, direkt beschrieben, die ersten Zeilen. Da wir eben schon angefangen haben mit Wetzold, machen wir jetzt damit weiter. Willst du vielleicht kurz mal auch die Begriffe, die du verwenden möchtest, Heliozentrik, Geozentrik, war glaube ich Tony Mahoney, aber du möchtest die beiden, benutzt andere Definitionen und Begriffe auch. Genau, also ich rede gern vom Kugelmodell und vom Scheibenmodell. Ich möchte wir haben ja Sonntag erst uns sozusagen zusammengefunden, also vor 3-4 Tagen. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, darum möchte ich jetzt erstmal diese Vorstellung
so ein bisschen so wiedergeben, wie ich sie verstanden habe. Das heißt, die Flacherdler oder das Scheibenmodell geht davon aus, dass die Erde keine Kugel ist, die durch den Weltraum rast, sondern im Grunde genommen, ja, wie es der altertümlichen Vorstellung entspricht, flach ist und ruht. Und ich glaube, ja, würdest du dem soweit zustimmen oder gibt es noch wesentliche Aussagen, die ich jetzt sozusagen, die noch wichtig sind, um das zu verstehen? Ich habe mir eben mal kurz angeguckt, weil ich halt auch so meine Probleme habe mit Kugelerde und vor allem mit Flach. Diesen Terminus, den mögen viele Flacherdler nicht, weil das ein in sich geschlossener Denkprozess schon ist, also abgeschlossenes Modell schon darstellt. Aber die meisten Flacherdler sind sich darüber im Klaren, dass das Modell noch in keinster Weise, dass es noch kein tragfähiges Modell gibt, auch was die flache Erde angeht. Und ich wollte noch mal was zu Geozentrik sagen. Und laut Wikipedia ist Geozentrik, da steht die Erde im Zentrum des Universums, Mond, Sonne und Planeten umkreisen die Erde geometrisch auf Kurvenbewegung. Ja, genau, das ist das mittelalterliche Weltbild, in dem man geglaubt hat, die Erde ist eine Kugel. Das hörst du das da raus? Hier ist lediglich die Rede vom Zentrum der Erde, ja? Ja, gut, okay. Also so gesehen ist sowohl das Modell der flachen Erde ein geozentrisches, als auch, es gibt auch ein geozentrisches Weltbild, eben dem die Erde eben eine Kugel ist, aber rot und im Mittelpunkt des Universums ist. Das ist die mittelalterliche Vorstellung. Okay, also im Prinzip ist es so, dass das geozentrische Weltbild eher so diese mittelalterliche Vorstellung ist. Und im Prinzip ist die flache Erde, geht wesentlich darüber hinaus. Das Einzige, was sie mit dem geozentrischen Weltbild gemein hat, ist, dass die Erde das Zentrum darstellt. Ansonsten driften sie dann auch dann schon auseinander. Ne? Ja, okay, das kann man sagen. Wollte ich nur noch mal rauskristallisieren. Gut, jetzt hätte ich die erste Frage wäre jetzt, was ist für dich das stärkste Argument, das für die flache Erde spricht? Oh, da bin ich, das geht ganz schnell, Wasser. Das musst du mir erklären, das verstehe ich jetzt nicht. Die Eigenschaft von Wasser, dass es sich immer plan ausbreitet. Ja. Also ebenerdig. Es gibt da keine... so Wasser egal ob in der Tasse oder in einem Teich oder in einem Meer oder sonst wie, hat immer die Eigenschaft, sich plan auszubreiten. Und das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass wir nicht auf einer Kugel leben können. Und das hat auch viel mit Physik zu tun eigentlich. Ja. Das wäre meine erste Frage gewesen an den Physiker, wie er sich das erklärt, dass Wasser immer plan ist. Und zwar egal in welcher Größe. Als Beispiel nehme ich gerne die Salzseen von Bolivien, wo auf 40 Quadratkilometer unwiderlegbar deutlich wird, dass durch den Spiegeleffekt, dass die Oberfläche plan ist. Ja, gut, die Aussage bezogen jetzt auf die Wasseroberfläche, zum Beispiel bei den Ozeanen würde man sagen, dass das sozusagen eine sehr, sehr kleine Krümmung ist, die sozusagen plan erscheint. Aber wenn man sozusagen, wenn man das aus einem sehr großen Abstand betrachten würde, sich eben nicht als plan darstellen würde. Aber dass Wasser immer plan ist, stimmt ja insofern nicht als unter Schwerelosigkeit. Und das kann man ja auch unter irdischen Bedingungen simulieren, zum Beispiel in einem Fallturm oder bei einem Flugzeug, das sozusagen im freien Fall sich befindet. Dort stellt man ja fest, dass Wasser sich zu Tropfen formt, die kugelförmig sind. Ja, wir kennen alle die Bilder, das ist wirklich so, aber dieses Wasser unterliegt ja jetzt nicht, ich sag mal, den irdischen Gesetzgebungen. Und ich muss sagen, dass das, was mit diesem Effekt gleichgesetzt wird, also das sogenannte Weltall, wo entweder eine minimale Erdanziehung oder eine Anziehung von anderen Planeten stattfindet, also dass das halt irgendwie, je höher man kommt, halt dann auch aufgehoben wird, das ist de facto nicht bewiesen. Ja, also wir können diesen Zustand simulieren, und zwar durch Flugzeuge, die im, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, Flights, ja, die haben ganz bestimmte Bezeichnungen. Zero-Gravity oder so Flights. Ja. Zero-Gravity Flights, genau. Flugzeuge sind das, glaube ich, ja. Die dann abfallen. Und da lässt sich dieser Effekt, ich sag mal, für eine kurze Zeit simulieren.
muss dann schon in die Bresche schlagen und sagen, diese Filme, die uns von der NASA präsentiert werden, von irgendwelchen Astronauten angeblich im All, halte ich für in keinster Weise authentisch. Ja. Also das heißt, es kommt ja auch noch dazu, dass ich das persönlich nicht verifizieren kann. Ja. Das heißt, es sind grundsätzlich immer Bilder von irgendjemand anders, die irgendjemand anders gemacht hat. Und da kann ich nicht hundertprozentig sicher sein, dass das die Realität darstellt. Ja. Also wenn ich aber am Meer stehe, ja, und das sehe oder an dem See stehe, dann ist das für mich greifbar. Dann ist das für mich, da bin ich dran. Das erschließt sich für mein Verständnis. Halt ganz, also diese Weltbilddiskussion ist wirklich tiefgreifend. Ja. Und mittlerweile gehe ich davon aus, ich habe das auch in anderen Videos schon versucht deutlich zu machen, dass die sogenannten Erfinder oder die Begründer der Heliozentrik, ich nenne da immer die drei, Kopernikus, Galilei und wie heißt der dritte? Kepler, genau, Kepler. Wenn man sich diese drei Wikipedia-Artikel mal nebeneinander stellt und Parallelen sucht, dann sticht eine sehr sofort heraus, und das ist, dass es Logenbrüder sind. Logen sind für mich... Moment, aber von welchen Logen denn? Also jetzt unterschiedlich. Sie haben alles eins gemeinsam, und das driftet jetzt für viele Leute in die NWO, in die Verschwörungsgeschichte, aber mit diesem Wort möchte ich gar nicht arbeiten. Es ist eine Tatsache, dass unsere Gesellschaft und unsere Kulturen schon seit Jahrhunderten von pyramidalen Machtstrukturen geprägt sind. Sowohl im religiösen Bereich als auch im weltlichen, staatlichen Bereich und dazwischen. Ja, also es gibt halt auch Organisationen, die dazwischen sind. Eine signifikante sind für mich die Jesuiten. Ich habe darüber ein schönes Video gemacht über die Titanic, in der ich das sehr schön ausführe und das als ein Cover-up der Jesuiten herausstelle und sage, dass das ein geschaffenes Grab von den Jesuiten für die mächtigsten Leute der Welt als Gegenpol zu Morgan und der Federal Reserve war. Ich möchte jetzt nicht abdriften, aber es ist ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Das möchte ich nicht. Ich wollte nur mal verdeutlichen, was für eine Macht solche Strukturen haben, nämlich die Jesuiten. Und das haben all diese Leute gemeinsam. Ich weiß jetzt nicht, wer bei wem, aber einer war Domherr in einer großen deutschen Stadt. Der andere war direkt verbunden mit den Jakobinern. Und dem dritten ist auch eine Kirchennähe nachzuweisen. Wobei mir das jetzt nicht einfällt. Gut, also ich würde sagen, alle, die das interessiert, können dann bei Tony Mahoney, der Link ist ja direkt nochmal, das nachlesen. Also natürlich, das ist ganz interessant. Wer hat das eigentlich finanziert, die Forschung damals, als es dann darum ging, ist die Erde im Zentrum des Universums oder nicht? Aber jetzt geht es ja auch eher um die wissenschaftliche Diskussion, und keine noch so mächtige Organisation der Welt kann halt wissenschaftliche Fakten über Jahrhunderte für einen frei forschenden Forscher verfälschen. Also ich habe mir über die Tage nochmal ein Argument überlegt, das mehr oder weniger irdisch funktioniert. Also wo man wenn man sich überlegt, also es gibt ja diesen Effekt, den kennt man ja, dass die Dämmerung, ja, also der Übergang von Tag zu Nacht ist umso plötzlicher, je näher man beim Äquator ist und je näher man sozusagen Richtung den Polen kommt, wird die Dämmerung länger. Ne? Das kennt man ja, diesen Effekt. Also am Äquator, da geht das eben relativ schnell, der Übergang von Tag zu Nacht. Und in Skandinavien gibt es eben diese ganz langen blauen Dämmerungszeiten. Ne? So, wenn ich das Modell von der flachen Erde richtig verstanden habe, dann müsste dieser Effekt unterschiedlich auf der Süd- und Nordhalbkugel sein, wenn ich das richtig verstehe. Weil sozusagen, wenn man also so wie ich das verstanden habe, zieht ja die Sonne in diesem Scheibenmodell ihre Bahn sozusagen über der Erdscheibe, ne, auf einer Kreisbahn. Zweimal Scheibe, nur so als Erinnerung. Ja, aber so mehr oder weniger über dem Äquator muss das ja sein, ne? Ich glaub, zu diesem Modell muss ich jetzt mal was sagen, weil es macht keinen Sinn, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen und sich dann herausstellt, dass, ich sag mal, das Modell haltlos ist. Und so ist es leider. Ich möchte da auf ein... Moment, welches Modell ist haltlos? Wovon redest du gerade? Das, wo die Sonne im Kreis über den Äquator dreht? Ich gebe das mal frei. Darf ich da mal kurz was zu sagen? So, Anwendungsfenster, Hangout, so...
Das ist dieses gängige flache Erde-Modell. Ich sag mal, genau, ja. Das beliebteste Flacherde-Modell. Das heißt, wir haben Nordpol in der Mitte, angeblich außen dieser Eisrand. Und vor allem, was signifikant ist bei diesem Modell, ist, dass sich Mond und Sonne, sage ich mal, um den Nordpol drumherum drehen. Es ist leider so, dass dieses Modell für mich vor allem und auch für Cäsar und für viele, ich sag mal, Flacherdler, die in der Thematik drinstehen, hinfällig ist. Das hat erstens mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich die großen Unterschiede, was die Sternenbilder auf der sogenannten Nord- und der sogenannten Südhalbkugel angeht und die Bewegung der Sonne. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Moment, ich suche es mal raus. Kannst du das gerade noch mal hermachen? Dann kann ich gerade mein Argument noch mal ein bisschen erläutern. Ja, bitte. Also man sieht das ja, dass sozusagen ganz außen diese Übergangsregion eine viel höhere Geschwindigkeit hat, eine viel höhere absolute Geschwindigkeit als relativ innen. Und das ist im Grunde das Argument, dass ich sage, hier müsste dieser Übergang zwischen Tag und Nacht, die Dämmerung müsste dann ganz außen, also auf der Südhalbkugel sozusagen im Kugelmodell, viel schneller sein als in den nördlichen Regionen. Ja, das ist ein sehr, wichtiger Aspekt. Das stimmt vollkommen, dem kann ich mich nur anschließen. Aber es ist de facto so, dass wegen der Sternbilder und vor allem der Bewegung der Sonne, ich gehe mittlerweile davon aus, dass diese Kreisbewegung nicht stattfindet. Ja, dass es eher eine lineare Bewegung ist. Und ja, es ist mir wichtig zu... Okay, dann wird es aber für mich... Ja. Moment, Ich hab's gleich, genau hier. Das ist ein Video, es geht 23 Minuten. Und in diesem Video, weil ich hatte schon Auseinandersetzungen mit anderen, sag mal, Heliozentrikern. Und hier habe ich erstens die Gliesen-Map, also das bekannteste Flacherde, die bekannteste Flacherde-Karte und das flache Erde-Modell widerlegt. Ja, also was heißt widerlegt? Ich habe Argumente aufgezeigt. Hier bespreche ich das. Ich zeige auch dieses Modell und zeige hier verschiedene Videos und hier gibt es auch mehrere Links darunter, auch von Cäsar, wo diese Karte und auch das dieses bekannte flache Erde-Modell fehlerhaft ist und nicht mehr angenommen werden kann. Also es ist wirklich auch innerhalb der flachen Erde-Szene so, dass es eine große Kontroverse gibt und die Leute sich da nicht einig sind. Also ich gehe davon aus... Wie läuft das jetzt mit dem linearen Bewegung? Wie stellst du dir das dann vor? Gibt es auch eine Animation zu? Das ist halt schwierig. Also de facto ist es so, dass es mit dem Pol, mit dem Nordpol auch so seine Probleme gibt. Ja, das heißt, es war eigentlich noch niemand dort, der das vom Magnetismus und den Auswirkungen getestet hat, um es mal ganz einfach zu sagen, sich mit einem Kompass hingestellt hat und sich um den Nordpol gedreht hat. Ja? Also es gibt dort am Nordpol keinerlei Forschung in diesem Bereich und das macht mich sehr, sehr stutzig. Ja? Also der Nordpol ist im Gegensatz zum Südpol oder sogenannten Südpol auch oft bereist worden und wesentlich mehr mit Expeditionen frequentiert worden. Es gibt dort auch verschiedene Forschungsstationen etc. Aber was die da jetzt genau machen, gerade was die Weltbilddiskussion angeht, was Magnetismus angeht, was vielleicht auch Auswirkungen auf die sogenannte Gravitation hat, ist ziemlich schwierig. Es ist also für einen Otto-Normalverbraucher erschließt sich in keinster Weise, was dort an dem Nordpol passiert. Und dann kommt hinzu, dass diese Sonne, die Sonnenbewegung, ich muss dieses Bild wegmachen, weil das ist es halt einfach nicht, ja, für mich. Okay, also mal eine Frage, hast du praktisch aktuell ein favorisiertes Modell? Das ist sozusagen nicht das ist das Problem. Also die Faktenlage ist so dürftig und so dünn. Also wir können ja nicht mal sagen, ob es einen, ich sag mal, einen Außenrand gibt oder wie die geografische Aufteilung dieses sogenannten Randes ist. Ja, also ob die viereckig ist, ob es dreieckig ist, ob, es gibt auch verschiedene Karten, wo mehrere Kreise an Eisränder verifiziert sind, also eingezeichnet sind, wo dahinter nochmal Kontinente auftauchen. Aber worauf ich nochmal ganz kurz hinaus wollte, ist meine Sicht auf die Sonnenbewegung. Wer sich mit ein bisschen mit Perspektive auseinandersetzt, der wird erkennen, dass die Sonnenbewegung scheinbar eine Kreisbahn macht. Aber wenn man das Gesetz der Perspektive einfließen lässt und auch sich, was die Entfernung angeht, mal ein bisschen zurücknimmt, dann wird einem mehr oder weniger klar, dass es eine relativ geradlinige Bewegung ist, die Sonne macht. Also ich gehe nicht mehr von diesem Kreismodell aus. Das muss ich jetzt wirklich auch mal so sagen, weil
Ich möchte einfach nur verhindern, dass wir jetzt uns an diesem Modell festbeißen und du dann halt, ich sag mal, Gedanken auf diesem Modell aufbaust und das bringt nichts. Also ich muss es vorher schon völlig auseinandernehmen und sagen, ich muss mich von diesem Modell distanzieren, weil die Faktenlage auch für mich zu dünn ist. Dann habe ich jetzt sozusagen, dann sind wir sozusagen, was ein ganz spezielles Modell anbelangt, einig, was das an, oder kann man das so sagen? Also ich kann nur sagen, wovon ich ausgehe, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erde komplett plan ist, also dass es auf jeden Fall keine große, riesengroße Kugel ist. Ich weiß nicht, wie tief das runtergeht. Ich weiß nicht, ob es einen Außenrand gibt, vor allem wie dieser Außenrand gestaffelt ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es eine Form von Eiswand gibt. Mhm. Ja? Ob die nur in einer Richtung ist oder rundherum oder wie die aus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es das Weltall, so wie es das heliozentrische Weltbild vermittelt, existiert. Ja, ich meine, das muss dir aber schon klar sein, dass du ja sehr viel sozusagen von dem, was als gültige Wissenschaft anerkannt wird, damit im Grunde genommen auf die Müllhalde schmeißt. Also es kann nicht gültig sein. Ich möchte es nicht auf die Müllhalde schmeißen. Also ja. Es sind auch viele Zusammenhänge, die da sicherlich greifen. Also ich weiß auch, dass der Satz des Pythagoras funktioniert, dass Mathematik logisch ist, ja. Dass ganz, ganz viele physikalische Gesetzmäßigkeiten trotzdem greifen. Fliehkraft, verschiedene Formen des Magnetismus, die ganzen mathematischen Formeln, die sind stimmig, ja. Aber allein der Fakt oder allein die Tatsache, dass mit dem Begriff Gravitation versucht wird, uns diese Erdkrümmung irgendwie und diese Kugel irgendwie beizubringen, ist für mich halt leider haltlos. Ja, und also ich meine auch zum Beispiel auch so eine Sache wie die Physik der Sonne, die damit im Grunde genommen ja für ungültig erklärt wird, weil die Sonne dann ja ganz andere Ausmaße hat und man wüsste dann gar nicht, wie die funktionieren soll. Also die ganze Sonnenphysik, die man ja... Seid doch mal ehrlich, im Prinzip gibt es zwar irgendwelche Erklärungen von irgendwelchen großen Physikern, Mathematikern, pralala, aber wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, wie die Sonne funktioniert. Und auch, dass es diesen glühenden Erdkern geben soll. Ich weiß, dass es Lava gibt, weil es Vulkane gibt. Ja. Aber das kann durchaus durch ziemlich hohen Druck und Gewicht muss ja keine Kugelform haben. Ja, also ja, aber was man ja schon eigentlich, denke ich, relativ gut, relativ sicher sagen kann, dass eben die Sonne zum größten Teil aus Wasserstoff besteht. Das kriegt man durch die Spektroskopie raus. Und das ist ja eine Sache, die man auch eigentlich auf der Erde gut überprüfen kann. Also die Spektroskopie, das sind ja relativ einfache Experimente. Ich erkläre das kurz. Also das ist so, wenn man das Licht der Sonne auffängt, auf ein Prisma wirft und dann die verschiedenen Farben, die das auf das Blatt wirft, in einer Abfolge beobachtet. Und das kann man halt auch hier auf der Erde machen, indem man bestimmte Dinge anzündet oder... Ja. Genau, also man macht das so, zum Beispiel kann man das so mit Salzen machen oder so, mit irgendwelchen festen Stoffen, die tut man auf so einen Glasstab drauf und dann hält man das in eine Flamme rein und dann fängt das zu glühen an. Und dieses Licht kann man spektroskopisch analysieren, das heißt, man bricht es sozusagen auf in die einzelnen Farben und sieht dann, dass bestimmte Farben ja besonders intensiv sind. Das sind dann so, oder dass bestimmte Farben eben besonders vorkommen. Das heißt, es gibt ein charakteristisches Spektrum für verschiedene chemische Elemente und das ist ja dann auch das, was dann letztlich zur Quantenphysik geführt hat und das ist ja doch eine Theorie, wo sehr viel Technik auch drauf beruht, ja, auch die Computertechnologie beruht ja letztlich auf diesen Forschungsergebnissen, sodass das schon ziemlich schwierig ist, das jetzt einfach sozusagen für ungültig zu erklären und mit den gleichen Analysemethoden untersucht man ja die Sterne und kommt eben auf bestimmte chemische Zusammensetzungen und dann stellt man fest, die meisten Sterne enthalten hauptsächlich Wasserstoff und das muss man dann erstmal verstehen, ja, wie kann das dann sein, dass so, ja, so groß... Ich versuche das jetzt mal so aus einer anderen Position mal zu erläutern. Im Prinzip versuchen die Menschen aufgrund des Spektrums des Lichts Rückschlüsse auf die Eigenschaften von Exoplaneten oder von Planeten zu machen. Ja, das auch bei der, auch der Stern. Ist,
Auch die Sternenphysik funktioniert ja auch so. Auch die Sternenphysik funktioniert. Ja gut, Exoplaneten, da, das ist ja auch relativ neu, die Exoplanetenforschung. Deswegen möchte ich da jetzt nicht so drauf abheben. Die Sternenphysik ist ja schon wesentlich älter, auch was die Beobachtungen anbelangt. Und der Punkt ist einfach, du hast dann praktisch, also du musst dann eigentlich auch erklären, wie die Sonne funktioniert, wie sie diese Energie liefern kann. Ja, das ist eine riesengroße Frage. Aber wenn du mal ehrlich bist, dann kann auch das Heliozentrische oder die, ich sag mal Heliozentrik, also die von diesem ganzen Modell ausgehen, von wegen Sonne im Zentrum und so weiter, die können auch nicht hundertprozentig erklären, wie das funktioniert. Ja, also es gibt Spekulationen Richtung Atomkernspaltung, Kernfusion beziehungsweise kalte Fusion, die da in der Sonne stattfinden soll. Aber das sind Energien, die wir mit unseren gängigen technischen Mitteln, ich sag mal, nicht verifizieren können. Wir können also keine Sonne dahin schicken. Die kann zwar irgendwie aus einer gewissen Entfernung, sage ich mal, wieder Fotos und Temperatur und Druck und so messen. Aber was wirklich da drinnen stattfindet, Ich kann es immer nur mit einem Satz auf den Punkt bringen. Für mich ist die Sonne eigentlich nur das Gegenteil von dem Mond, weil sie komplett gegensätzlich sind. Was anderes weiß ich nicht. Ja, das ist das Einzige, was sich für mich erschließt. Aber zumindest hat man ja was, man hat ja die Wasserstoffbombe, das ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, was man eben auch für die Sonne annimmt, sodass man auch da einfach schon gewisse Indizien auf gewisse Wirkungsmechanismen hat. Und du musst halt sehen, hast du dich mit der Wasserstoffbombe beschäftigt, beziehungsweise mit der Technologie, die dem zugrunde liegt. Ja, also es ist ja auch ähnlich wie der Makrokosmos, Mikrokosmos, eine hochkomplexe Sache. Ja. Also es kann ja nicht, man muss dann irgendwie Quantenphysiker sein oder irgendwas, um da überhaupt in den Bereich zu kommen. Ja. So, und das für einen Otto-Normalverbraucher erschließt sich das schlicht und einfach nicht. Ne? Ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass die Idee des Makrokosmos und des Mikrokosmos total aufgebläht ist. Ja, was meinst du damit? Wenn man in der Schule beigebracht kriegt, wie mit Atome aufgebaut sind, dass sie einen Kern haben, dass da Elektronen sich um den Kern drehen und so weiter, dann ist das alles eine These oder eine Vermutung. Ja? Mir kann zwar auch erzählt werden, dass man mit Elektronenmikroskopen das auch fotomäßig da oder irgendwie optisch erfassen kann, aber was dann wirklich auf dieser Ebene des Mikrokosmos passiert, das ist schwierig für den Otto-Normalverbraucher sich zu erschließen. Und genauso ist es mit dem Makrokosmos. Es sind also große Unbekannte. Insofern hast du nicht Unrecht, als natürlich was die Welt im Innersten zusammenhält, was Materie letztendlich ist, etc. Das sind natürlich nach wie vor auch noch ungelöste Fragen in der Wissenschaft. Aber was du ja auch sehen musst, es gibt ja Technik. Und es gibt sehr viel Technik. Und sehr viel Technik funktioniert auch ausgesprochen gut. Das heißt, das, was die Menschen, die das hervorgebracht haben, wie sie gedacht haben, das kann ja nicht alles völliger Humbug sein. Ja, soweit möchte ich mich auch nicht rauslehnen. Also für mich ist zwar dieses Modell grundsätzlich nicht mehr haltbar, aber das ist eine persönliche Meinung. Und ich weiß, dass diese Meinung auf einem relativ technisch niedrigen Niveau vertreten wird. Ja? Ja. Es sind aber auch ganz, ich bin immer so, dass ich gucke, wo in welchen Bereichen Parallelen sind. Ja, also wo sich Sachen überschneiden, wo sich Sachen automatisch ergänzen. Und ich muss sagen, es ist Geschichtsforschung, es ist Meteorologie, die dort reinfließt. Es sind ganz, ganz viele Bereiche. Und diese Flacherde-Modell, das erschließt sich immer mehr für mich. Ja? Also die Verifizierung der Kugel fällt unheimlich schwer. Also es ist ja auch so, dass, ich sag mal, Astrotoni auch jetzt schon Videos macht und sagt, hier, ich biete 1.000 Euro für einen nachvollziehbaren Kugelerde-Beweis. Und es ist bis jetzt keiner erbracht worden. Ja, also es wird immer mit Formeln und komplex und tralala dargestellt. Und einer der entscheidendsten Punkte, warum ich das überhaupt in Frage stelle, ist die Art und Weise, wie es den Menschen vermittelt wird. Ja, und das fängt halt im Kindergarten an, indem das einfach vorgesetzt wird. Und ich weiß nicht, versuch du dich mal in deine Kindheit zurückzuversetzen und da gab es irgendwann einen Punkt, wo du deinen Vater oder deinen Kindergärtner oder deine Mutter oder so gefragt hast, ja Mama, wenn Australien jetzt ganz unten ist, warum fallen denn die Leute dann nicht runter? Und dann hast du so eine Antwort erstmal gekriegt wie, das ist wie mit einem Wasser, Eimer Wasser, den man um sich drum herum dreht. Ja? Aber wenn man das mal
So, und damit werden die Leute erstmal ruhig gestellt in diesem Alter, obwohl das eine sehr wichtige Frage ist, ja. Und dann entsteht die ganze Zeit eine Geschichte, die dann aufgebaut wird, die aber im direkten Gegensatz zur Realität steht. Weil wie kann man denn eine riesengroße Kugel mit 13.000 Kilometer Durchmesser, an der überall hauptsächlich Wasser ist, wie kann man erklären, dass das Wasser an dieser Kugel klebt, mit diesem Eimer Wasser zu vergleichen? Weil das sind Fliehkräfte, die automatisch entstehen, ja, wie bei einem Karussell. Ja, aber die haben ja nichts damit, das ist genau das gegenteilige Prinzip, was als Heliozentrikmodell uns da versucht wird beizubringen. Aber niemand kann erklären, warum die Leute in Australien nicht nach unten fallen. Ja? Auch wenn versucht wird zu sagen, okay, Masse zieht das an, das hat was mit der Masse zu tun. Und ja, und je größer ein Körper ist, desto mehr Anziehungskraft hat er. Aber für mich ist das wirklich... hat nichts mit der Realität zu tun. Also dieser ganze Gravitation. Ja, aber die Schwerkraft einfach mal, jetzt mal ein Buch fallen lässt oder so, das gibt es ja. Das ist ja. Ja, natürlich. Das möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Ja. Aber ich bin da eher bei Nikola Tesla, der gesagt hat, wenn du wissen willst, wie das Universum funktioniert, dann denke in Schwingung und Frequenz. Ja, und für mich ist die sogenannte Gravitation, die ich lieber als die Erdanziehung bezeichne, weil die Gravitation das heliozentrische Konzept ist, die Anziehung auf der Kugel zu beschreiben. Für mich ist es ein quasi Zustand, also es fällt wirklich nach unten, aber das ist eine elektromagnetische Geschichte. Und im Prinzip hat jeder Körper aufgrund seines Gewichtes im Verhältnis zu seiner Umgebung eine unterschiedliche sogenannte Erdanziehung. Ja, oder der fällt schlicht und einfach nach unten, weil er schwerer ist als die Luft. Es gibt ein sehr, sehr schönes Experiment, was die BBC gemacht hat. Die haben einen riesengroßen Metall-Hohlraum gehabt. Ja, so eine Forschungsgeschichte findest du bei YouTube. Ist ein schönes Video. Und dort haben sie die Luft rausgepumpt aus diesem Raum. Ja, und die haben eine Feder und eine Bowlingkugel hingehalten. So, und erstmal haben sie das unter normalen Bedingungen laufen lassen. Dann fällt natürlich die Kugel schneller runter als die Feder. Aber nachdem sie zu 99% die Luft aus diesem Raum rausgezogen haben, hat sich die Kugel und die Feder mit derselben Geschwindigkeit bewegt und sie haben von einer Höhe von 5 Metern beide gleichzeitig die Erde erreicht. So, und das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Reibung in der Luft und die Oberfläche und tralala da einwirkt, aber dass diese Idee der Gravitation damit nichts zu tun hat. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist einfach bloß, wenn man die Reibungswirkung aufhebt, dann fallen beide Objekte gleich schnell auf die Erde. Ich glaube, Tony Mahoney spielt darauf an, dass man vielleicht erwarten könnte, dass die Kugel selbst eine Anziehungskraft entwickelt und deswegen mit einer anderen Geschwindigkeit fliegt als die Feder, die ja keine Anziehungskraft selbst in dem Maße, also nicht so viel Anziehungskraft entwickelt. Das ist der Heliozentrik-Theorie müsste es, wenn die Reibung ausgeklammert wird bei dieser Geschichte, nur noch das Gewicht sozusagen greifen. Du meinst, weil die Kraft dann viel größer ist? Ja, aber es gibt ja auch die Trägheit. Ja, aber das Gewicht der Kugel ist doch wesentlich höher. Ja, aber sie hat doch die höhere Massenträgheit. Also das ist ja, der Trägheitswiderstand ist ja das, was sozusagen überwunden werden muss, um etwas zu beschleunigen. Deswegen braucht es ja eine Kraft. Das ist halt das, was man dann sagt, man unterscheidet in der Physik ja auch zwischen der schweren Masse und der trägen Masse. Und es ist a priori nicht klar, dass beide gleich sind. Aber das ist sozusagen aktueller Stand der Wissenschaft, ist, dass eben schwere Masse gleich träger Masse ist. Das ist sicherlich, lassen sich dann noch sehr tiefsinnige Überlegungen zu anstellen. Aber im Prinzip unterscheidet das die Physik schon, aber sie hat eben sozusagen erkannt, dass beide im Grunde genommen gleich groß sind, die schwere Masse und die träge Masse. Naja, es ist ein bisschen schwierig. Also für mein, ich sag mal, Physikverständnis oder das, was mir halt am Unterricht beigebracht wurde, hat das ziemlich ins Wanken gebracht, weil auch wenn man die sogenannte Reibung aufhebt, dadurch, dass keine Luftteilchen mehr, sag ich mal, da sind, müsste doch aufgrund des unterschiedlichen Gewichts da noch ein Unterschied da sein in der sogenannten Erdanziehung. Ja, die Kraft ist schon größer auf die Metallkugel, aber die Metallkugel ist auch schwerer zu beschleunigen und den Trägewiderstand merkst du ja auch dann, wenn du sozusagen das in der Horizontalen beschleunigst. Und da ist ja auch die Masse entscheidend, ja. Ob du sozusagen ein
kleinen Wagen, ein Spielzeugauto beschleunigst, das geht in der Horizontalen, das geht ganz leicht, aber wenn du ein großes Auto beschleunigen willst, dann ist es eben wesentlich schwerer. Ja, das hängt schon auch mit der Masse zusammen. Das ist praktisch der Widerstand gegen Beschleunigung, die eben auch mit der Masse proportional ist. Ja, es ist schwierig, weil wie gesagt, ich in Physik halt da auch nur ein Grundkenntnisse habe, ja, und daher auch nicht in. Aber ihr seid da schon auch ganz schön in, ihr müsst schon noch verdammt viel erklären, ne? Also das ist, mir ist das vorhin in den Sinn gekommen. Auch in anderen Bereichen ist es so. Das heißt, wenn du anfängst, solche Fragen zu stellen, ja, dann kommst du in die Situation, wo sich automatisch 100 neue Fragen stellen. Und es ist leider so, dass die meisten Leute davor zurückschrecken. Und dann erstmal sagen, oh, wir lassen alles beim Alten und wir berufen uns mal auf die und die und der hat es erklärt und bla bla bla. Es ist ein totales Risiko heutzutage, sich solchen kontroversen Fragen zu stellen. Ja? Und weil man immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert wird. So, und da, das führt bei den meisten Menschen schlicht und einfach dazu, dass sie sich zurückziehen und sagen, uff, ich habe jetzt keinen Kopf mehr, diese 100 Fragen auch nur anzuhören. Ich habe mir jetzt die Fragen angehört und ich gehe mal davon aus, dass sehr, sehr viele Physiker das nicht machen würden, weil sie sagen, damit beschäftige ich mich doch nicht. Das ist doch Hanebüchen. Nein, ich freue mich da auch sehr drüber. Blödsinn. Aber ich möchte jetzt mal sagen, warum ich es gemacht habe. Ich habe es, also erstens, weil ich Ausgrenzungsmechanismen nicht mag, dass gewisse Leute aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Das mag ich nicht, das ist mir unsympathisch. Das widerspricht auch in gewisser Hinsicht einer gewissen Verständnis von Menschenwürde. Ja, das ist das Erste, dass man einfach sagt, oh, der aus diesen und diesen Gründen, nein, da, mit dem rede ich nicht. Ja, weil das natürlich immer auch Machtmechanismen sind, die an der Stelle dann bei solchen Ausgrenzungsmechanismen irgendwo wirksam sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass gerade diese Theorie der flachen Erde auch häufig so im Mainstream so kommuniziert wird, ja, das sind die Untiefen des Internets, haha, da gibt es sogar welche Leute, die über die flache Erde reden. Und ich sehe es da so ein bisschen als meine Aufgabe, als Vertreter der Wissenschaft, eben auch hier in die alternative Szene zu gehen, um sozusagen die alternative Szene sich nicht so leicht angreifbar zu machen. Ja? Wenigstens, also, damit es auch einen Diskurs gibt. Genau, und jemand, ich möchte dich auch hier offiziell mal einladen, in den Flache Erde Live Chat oder Flache Erde Live Kanal damit mit teilzunehmen, weil es wird halt immer so erzählt, ja, die sind da alle nur unter sich und bla bla bla, aber das stimmt nicht. Ja? Mhm. Also wenn wirklich Leute als Physiker etc. Interesse haben, das zu besprechen, dann bieten sich solche Runden wirklich an. Und wenn du da genauso rangehst wie jetzt an diese Diskussion, dann wirst du da auch nicht auseinandergenommen. Ja, ja, also ich kann da nur. Okay, ich bedanke mich für die Einladung. Ich glaube, dass ich es eher nicht annehmen will. Und das ist jetzt sozusagen mein Schlussplädoyer. Ich halte so eine Diskussion, gewisse Theorien oder gewisse Verschwörungstheorien für nicht wichtig genug. Was meine ich damit? Also zum Beispiel die Frage, waren die Amerikaner auf dem Mond oder nicht? Ja, ich habe mal vor einigen Jahren mich mit den Argumenten beschäftigt. Mich hat damals keines der Argumente wirklich überzeugt. Ich habe dann irgendwann Jahre später mir nochmal selber ein Argument überlegt, was man dafür verwenden könnte, dass sie tatsächlich nicht auf dem Mond waren. Warte mal, da habe ich sogar ein bisschen was vorbereitet zu. Moment. Ich weiß nicht, Johannes, kannst du was am Bildschirm teilen und das uns zeigen? Das funktioniert, ja, das kann ich machen. Also du kannst es mir zusenden, beziehungsweise jeder kann auch selbst Bildschirm teilen. Wer von euch hat sich heute Abend mal den Mond angeguckt? Ich habe noch nicht gehört, es ist ein zunehmender Mond heute. Wie sieht der Mond momentan aus? Wie eine Sichel. Wie eine Sichel, sehr schön. Ja, ich habe hier gerade mal einen Link geschickt, und warte mal, genau. Wir haben den Link jetzt auch jetzt online, ja. Genau, da sieht man so eine Raumfähre. Kannst du es ein bisschen größer machen? Links oben, wo denn genau im Bild? Das Bild, also das obere Bild. Genau. Genau, das ist praktisch für eine neue Mondmission die Landefähre.
Ja, aber Leute, guckt euch das doch mal an. Meint ihr nicht, dass das ist doch völlig lächerlich? Na, ich, das sieht man nur auf den ersten Blick, oder? Darf ich mal meinen Gedanken zu Ende bringen? Bitte. Genau, und da ist mir eben aufgefallen, dass die Treibstofftanks wesentlich größer sind als bei den alten Mondmissionen. Und ich habe das dann auch mal abgeschätzt, das war etwa der Faktor 5. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte man jetzt, oder das wäre ein mögliches Argument, das dafür sprechen würde, dass die Amerikaner in den 60er Jahren oder im 70er Jahren nicht auf dem Mond gewesen sein können, weil bei der neuen Mondmission sind die Tanks viel größer, um Faktor 5 größer. Ja. So. Trotzdem. Also wenn ihr mal genau hinschaut, erkennt ihr, dass das auch eine CGI ist. Ne? Also es ist 100% Computer. Das ist sowieso klar. Es geht ja um Pläne für eine neue, für eine neue Mondmission. Das ist, CGI ist klar. Das ist klar. Das ist nur Grafiken sind. Guck doch mal bitte, was die da drunter schreiben. Eine amerikanische Mondlandung mit dem Mondlander und einem Mondrover. Grafik NASA, John Frusciante Associates. Es wird hier suggeriert, als wenn das ein Mondfoto ist. Nein, es steht ja drüber, NASA bis 2018 also zum Mond. Als neutraler, mehr oder weniger neutraler, würde ich auch sagen, das ist eigentlich klar, dass es nicht ein echtes Bild sein soll. Das ist ja echtes Bild sein. Nein, darum geht es auch gar nicht. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, also ich habe mir sozusagen dieses Argument zurechtgelegt, aber es ist gerade deswegen, trotzdem werde ich nie auf meinem YouTube-Kanal irgendwas in der Richtung sagen. Und ich will jetzt mal sagen, warum. Erstens ist es kein wirkliches Argument, denn es ist ja nie, diese Grafik ist nicht zu entnehmen, ob es sich auf technischen Unterlagen basiert oder ob das nur eine Visualisierung ist, ob das nur eine Veranschaulichung ist, ob man da nur einem Grafiker gesagt hat, jetzt mach mal was, wir brauchen da was zu PR-Zwecken. Das heißt, ich weiß nicht, ob das technische Planung repräsentiert, dieses Bild. Ja? Man könnte es als Argument anführen, aber es ist eigentlich höchstens sowas wie ein Indiz. Ja? Und der Grund ist aber, die Frage, ob die Amerikaner in den 60er Jahren auf dem Mond waren, ist für mich nicht wichtig genug, um da mich mit zu beschäftigen, weil daraus eigentlich nichts folgt. Ja? Das ist aber eine Kausalitätskette, die dann einsetzt. Ne? Also Propaganda. Ja, es ist ein entscheidendes Element, um Massen zu beeinflussen. Ne? Ich wollte nur noch mal kurz sagen, was mir aufgefallen ist, es sind halt 3 Astronauten und das Weltraumgefährt, das visualisiert ist, ist halt auch circa doppelt so groß wie die alte Mondraumfähre. Zumindest sieht es für mich so aus im Vergleich zu Menschen. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem erklärt das nicht den Faktor 5 in meinen Augen. Ich bin auch der Meinung, dass die Materialforschung eigentlich in den letzten 40 Jahren so einen Fortschritt gemacht hat, dass man mit dem gleichen Materieaufwand 3 Astronauten eigentlich auf den Mond bringen müsste, wie in den 60er Jahren 2. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Also auch gerade im Flugzeugbau hat man ja große Fortschritte, was die Materialtechnik anbelangt, gemacht. Ja, aber nur mal so ein Einwurf. Ne? Also wir haben, angeblich sind wir also in den 60er Jahren schon zum Mond geflogen. Also unabhängig davon, dass ich das jetzt auch hochgradig in Frage stelle, wir nehmen das jetzt einfach mal an. Das heißt, wir haben seit den 70er, 80er, 90er, anyway, gehen wir mal vom Jahr 2000 aus, einen technologischen Stand, ja, und einen Fortschritt, der es erlaubt, also sozusagen den Mond zu erreichen. So, und seit ungefähr 1995, 2000 ungefähr, gibt es halt auch Bestrebungen an dem privaten Sektor, ich sage nur Virgin oder Tesla, das ist ein Unternehmen, die versuchen, das zu realisieren. Und ich stelle euch jetzt hier die Frage, wieso sind diese Unternehmen immer wieder von technischen Rückschlägen, von Unfällen etc. Geprägt? Warum haben wir seit 20 Jahren einen technologischen Stand und auch den finanziellen Background dafür, so etwas zu realisieren, nämlich kommerzielle Raumfahrt? Warum ist es bis jetzt nicht umgesetzt worden? Ja, ich würde sagen, dass sowohl in den 60er als auch in den 80er Jahren es eben ganz klare politische Gründe hatte, dass man diese großen Raumfahrtprojekte gemacht hat, wo sehr viel Geld, ja viele, viele Milliarden ja drin versenkt wurden. In den 60er Jahren, denke ich, ging es im Wesentlichen darum, Interkontinentalraketen zu entwickeln, ja, also zuverlässige Raketentechnik zu entwickeln, mit dem man Interkontinentalraketen betreiben kann. In den 80er Jahren war das SDI-Programm sozusagen am Start und man glaubte sozusagen hier eine neue Phase des Wettrüstens einleiten zu müssen.
Das ist, denke ich, der Grund, warum... Das kristallisiert aber auch sehr heraus, dass diese staatlichen, ja, es ist, die NASA ist ein rein durch Steuergelder finanziertes Projekt. Ja. Es gibt sicherlich auch private Beteiligung bei irgendwelchen Projekten, aber der Löwenanteil wird staatlich finanziert. Und für mich ist das eine total offenkundige Konzeption. Hier wird mit Angst operiert, SDI, wie du eben schon gesagt hast, und mit Visionen. Ja. Und dadurch wird den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Wir reden von zweistelligen Milliardenbeträgen. Ja. Und was uns serviert wird, ist CGI-Grafik und irgendwelche Leute, die in Flugzeugen da die Schwerelosigkeit simulieren, zu 30% und zu 70% in Texas in einem Wasserbecken. Das ist also meine Ansicht. Ja, also das, ja gut, das, ja. Ein Stück weit stimmt da schon, dass da sicherlich militärische Haushalte in zivilen Posten sozusagen versteckt wurde durch die Weltraumforschung. Das ist sicherlich so. Sonst hätte man das, also wenn es keinen militärischen Nutzen gehabt hätte, hätte man das wahrscheinlich nicht so gemacht. Und natürlich ja, geht es auch um Propaganda. Also ich meine, die Mondlandung der Amerikaner ist natürlich ein super PR-Coup gewesen. Da war schon... Auch die Person, ich finde es dann wesentlich interessanter, sich die russische Seite mal anzuschauen. Ja, die haben da irgendwie experimentiert mit Leica und dem Sputnik etc. Aber wer war denn die erste große Persönlichkeit in diesem Bereich? Diese große Persönlichkeit war Juri Gagarin. Ja, und dieser Juri Gagarin ist für mich der Elvis der Raumfahrt. Ja, das war ein Schönling, der wurde komplett inszeniert. Das war ein mittelmäßiger Pilot. Ja, der hat die ganze Zeit an die Kamera gegrinst. Ich kann nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, sich mal mit der Biografie richtig tiefgehend zu recherchieren, was in dem Umfeld von Juri Gagarin so passiert ist. Ja, und wie der in Szene gesetzt wurde. Ganz großes Kino, finde ich. Was mir an dieser Stelle nochmal wichtig ist, weil ich mich halt gerade auch rausgelehnt habe und habe gesagt, da stecken viele Logen dahinter. Es ist ein Trugbild in der allgemeinen Wahrnehmung, ähnlich wie viele Begriffe belegt sind, dass die Kirche früher das geozentrische Weltbild hatte und das heliozentrische bekämpft hat in den letzten 500 Jahren. Es ist ein Trugschluss. Man muss da differenzieren zwischen der Straße, ich rede mal von den Priestern, also die im direkten Kontakt zu der Bevölkerung hatten. Die haben das propagiert. Aber im Hintergrund hat die Kirche massivst über Mittel staatliche Schulprojekte gefördert. Sie hat Schulmaterial zur Verfügung gestellt, etc., um das heliozentrische Weltbild zu pushen. Und es ist so, dass vor 500, 800 Jahren es viele, viele, viele Kulturen gab, die eben die Inka, die Maya, die ägyptischen Hochkulturen, es gibt eine Reihe, Vielzahl von Kulturen, die das geozentrische Weltbild vertreten haben. Und das heliozentrische Weltbild ist im Gesamtkontext der Weltgeschichte, sage ich jetzt mal, oder ich sage mal in den letzten 2000 Jahren, eher ein neues Konzept, ja, was halt auf dieser wissenschaftlichen Theorie basiert. Ja, da hast du schon recht, aber man muss auch sagen, weder die Ägypter noch die Maya haben funktionsfähige Computer gebaut in unserem Sinne, haben Flugzeuge gebaut. Also das sind schon auch Argumente, ne? Das ja, heißt, natürlich. Also, Toni, wir haben gerade auch ein bisschen Nachhall, wenn du Kopfhörer aufsetzen könntest oder sonst irgendwie machen kannst. Ich mache mal noch ein bisschen leiser. Na, ich hole mal den Kopfhörer raus. Ja, macht ruhig weiter. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, Johannes, wusstest du, worauf ich eben auch raus wollte? Man muss immer ein bisschen in Relation setzen, was behauptet man, beziehungsweise was stellt man alles in Frage und welchen Nutzen bringt das am Ende des Tages, ne? Also gerade bei alternativen Sichtweisen, bei Sichtweisen, die vom Mainstream abweichen, muss man das doch auch alles, finde ich, in eine Relation zu dem Nutzen setzen. Und da habe ich für mich beschlossen, sowas wie die Mondverschwörung oder sowas ist für mich irgendwie, was das anbelangt, uninteressant. Also das lohnt sich dann einfach nicht, sich damit zu beschäftigen. Man kann sich auch nicht mit jeder Verschwörungstheorie beschäftigen. Ja, also bei mir ja, aber ist es halt so, wenn ich das halt so, dass ich habe mich damit auch nicht so viel beschäftigt. Ich habe mich 3 Stunden die Videos angeguckt und selbst ein paar Berechnungen angestellt, wie bei Linienflugzeugen das laufen würde. Aber das ist ja auch dieses Flacherde-Modell, was
Tony Mahoney jetzt gar nicht mehr realistisch findet. Also, aber für, mit dem habe ich mich kurz auseinandergesetzt. Nur als Fun Fact nebenbei, der Google Lunar X Prize findet dieses Jahr statt. Bis Ende 2017 werden wahrscheinlich circa 6 Teams tatsächlich private Teams zum Mond reisen und aber nicht mit Menschen, sondern mit kleinen Robotern. Die sehen dann ungefähr, also die, hier sehen wir nochmal die Webseite des, dieses Projektes. Ja, das wurde uns aber vor 20 Jahren auch schon erzählt. Und hier sehen wir das, es gibt auch ein, ja gut, jetzt nur als Fun Fact, hier gibt es das deutsche Team, das allerdings noch keine Raketenstart hat, aber es gibt, ich glaube, so circa 6 Teams, die sich eine Rakete teilen, die tatsächlich zum, die tatsächlich schon einen Raketenvertrag jetzt haben. Mhm. Und also für, da wird, also ob es Mondlandung gab oder nicht, wird dieses Jahr ein Revival erleben, weil natürlich kann man Fotos auch mit Photoshop erstellen. Und also da wird wieder viel drüber nachgedacht, weil wahrscheinlich medial einiges auf dem Mond oder Mondbilder passieren werden dieses Jahr. Ja, okay, da habe ich auch noch einen ähnlichen Link. Tue ich mal gerade in den Chat. Das ist von einem Hobbyastronomen, der einfach die ISS mal gefilmt hat mit seinem irgendwie 50 Zentimeter Teleskop. Und der müsste ja dann eigentlich im Sinne der flachen Erde auch Teil der Verschwörung sein, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, also die internationale Raumstation. Ja, es ist für. Ist für viele Leute ist das immer so ein Argument, ja, also da müsste ja sie müssten alle mit drin hängen etc. Das tun sie im Prinzip auch, aber unbewusst. Wir reden hier von einer wirklichen Verschwörung, ohne das Wort Verschwörungstheorie zu benutzen, weil das ist ein Konstrukt, ja, ein Wort, eine Wortschöpfung der CIA in den 60er Jahren, um kritische Stimmen in Bezug auf die Kennedy-Ermordung zu diskreditieren. Und jetzt möchte ich euch nochmal bitte in die Selbstreflexion schicken. Ja? Für mich ist es so, dass Leute, die permanent dieses Wort benutzen, sich entweder nicht darüber im Klaren sind, dass der Begriff belegt ist, oder ihn konsequent benutzen, ja? Um halt eine Kontroverse und eine Diskussion zu belegen. Ja? Aber um nochmal zurückzukommen. Welcher Begriff ist belegt? Verschwörungstheorie. Ach so. Ja. Also ich, Moment, ich wollte nochmal Einspruch. Also, weil der mehrfach hier benutzt wird. Ich versuche ihn zu vermeiden. Ja, ich benutze den aber eigentlich wertneutral. In meinem Diktion ist ja nicht wertneutral. Ja. Weil es ist einfach die Theorie einer Verschwörung. Ja, aber du kannst nicht in Abrede stellen, dass es ein Kampfbegriff ist. Ja, ja, das stimmt schon. Die Leute nicht wissen, dass Kapitalismus die freie Marktwirtschaft bedeutet und nicht diesen Casino-Scheiß. Ja, genauso wie Anarchismus kein Chaos und Zerstörung ist, sondern Abwesenheit von Herrschaft. Und genauso ist es mit Verschwörungstheorien. Und Leute, die für meine Begriffe, die diesen Begriff benutzen, na, genau wie flach, eine Diskussion in ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Zielführung behindert wird. Ja, das ist mir ganz wichtig, nochmal klarzustellen. Das ist, wenn du sagst, ja, gut, du benutzt den Begriff wertfrei, dann ist das ein Gewinn. Ja? Also dann haben wir das jetzt hier in der Diskussion klargestellt. Aber das klammert aus, dass dieser Begriff bei dem Zuhörer bestimmte Klappen und Scheuklappen auslöst. Ah ja, es geht wieder um Verschwörungstheorie, bla 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 bla. Und dann verschwimmt es. Das ist eine Strategie. Das ist ein rhetorischer Kampfbegriff. Und wir leben leider in solchen Zeiten, in denen man vorsichtig sein muss, was für Begriffe man in welchem Zusammenhang verwendet. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das war zu allen Zeiten so. Also ich glaube, was das anbelangt, leben wir gar nicht in besonderen Zeiten. Gut, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein gewisser Bogen sozusagen jetzt gespannt ist, dass sozusagen wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, auch wenn wir uns nicht voneinander überzeugt haben. Aber wir haben uns mal so ein bisschen beschnuppert, das ist ja immer interessant. Genau, hast du noch irgendwas? Ich möchte auf jeden Fall immer bekräftigen, ich möchte niemanden von irgendeinem Weltbild überzeugen. Das liegt mir völlig fern. Ich vertrete für mich persönlich die Meinung der flachen Erde, dieses Weltbildes. Und ich möchte mit meiner Arbeit und auch mit dem Thematisieren dieser Geschichte die Leute dazu animieren, es schlicht und einfach für sich selbst herauszufinden. Gut. Ja, dass sie da recherchieren und bla, ja, und machen. Anyway, mir geht es nicht darum, die Kugelerde zu zerstören oder mit der flachen Erde jetzt die Welt zu retten und tralala. Also jeder muss für sich selbst das rausfinden.
Ich frage dich mal, warum ist es für dich ein wichtiges Thema? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe versucht, die in meinem ersten Video zu beantworten und es ist verdammt schwierig. Es ist verdammt schwierig, diese Frage zu beantworten. Wenn man sich mit kontroversen Themen auseinandersetzt, dann entdeckt man die ultimative Täuschung. Also wir leben in einer Welt der ultimativen Täuschung, für meine Begriffe. Die Medien lügen, die Politiker lügen, die Lehrer lügen, jetzt mal überzogen, ja. Die Medizin wird missbraucht, etc. Ja. Also wir leben überall in dieser Täuschung. Ja. Und das Problem ist, dass die Menschen immer in diesen Teilbereichen suchen und aber den Gesamtzusammenhang nicht erkennen, nämlich pyramidale Machtstrukturen. Und die muss man aufdecken. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schritt vorankommen und sagen, zum Beispiel jetzt 11. September oder irgendwas anderes, Klimalüge, ja, wenn das durch Insider sozusagen ans Tageslicht kommt, ja, dann ist aber nur ein Bereich offengelegt. Und der springende Punkt bei der ganzen Sache ist, dass diese Logenbrüder, ja, unterschiedlichen, ob nun Skull and Bones oder trilaterale Kommission oder das ist alles so sehr verwoben und es gibt für meine Begriffe auch keine Elite. Vielleicht gibt es die ja, aber die erschließt sich für mich jetzt nicht, weil die im Hintergrund ist. Und alle, auch positive Kräfte, arbeiten dieser Agenda zu. So, und die flache Erde ist dahingehend interessant, weil wenn die flache Erde, sage ich mal, ist für mich so ein Bewusstseinsschub. Wenn die Leute sich darüber im Klaren sind, dass dieses Kugel, dieses in sich verlierende, in Individuum negierende Modell nicht auf Fakten basiert und sich das erschließt für die Leute, dann fangen die an, nicht mehr auf Herrscher zu hören. Dann fangen die an, nicht mehr auf die Medien zu hören, sondern dann konzentrieren die sich auf sich, auf ihr Umfeld, auf das, was sie für sich erschließt, was sie für sich verstehen und konzentrieren sich auf ihre Familie. Und dann geht auch eine gewisse Form von Aber Ökologie einher. glaubst du wirklich, dass das an der flachen Erde hängt? Oder nicht vielleicht an Nein, ganz nein, das ist anderen meine Sachen? Sicht. Das Ja, Sicht ist, aber ist meine Sicht. ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass das so, die Frage so Ja, wichtig das liegt aber ist. daran, dass du mit großer Begeisterung in deinem Leben das